packt die Lederhose aus, kann man sagen. Herzlich willkommen zu einem neuen Promi-Geflüster. Und zwar anders natürlich schon, wenn wir die Lederhosen hier rausholen. Dann haben wir natürlich 5 Jungs wieder im Gepäck, nämlich den Vox Club. Und hier sind sie auch schon. Ja, servus. Ja, grüß dich. Servus. Grüß dich, hallo. Alles klar. Jetzt machen wir ein bisschen Platz, dann kommen wir da mit dazwischen. Okay, das kriegen wir hin. Ganz genau. Ja, bisschen neues Outfit hier. Hier zumindest beim Stefan. Ja. Du bist gestiegen, oder? Ich bin nicht gestiegen. Ich musste einfach mal ein bisschen Gold reinnehmen. Ein bisschen, Gold, Junge. Keine Ahnung, ich fand es cool und habe dann mal mein Outfit. Er war im Zirkus und hat sich inspirieren lassen. Das kann sein. Löwendompteur. Das kann sein, ganz genau. Ja, 2023, seid ihr gut gestartet, alle? Ich gucke mich um, ich sehe noch, ich zähle noch alle 5, also ja. Sind noch alle wir haben alle, haben Silvester überlebt, das ist immer schon mal gut. Mittlerweile auch schon die Faschingszeit, du als Mainzer Pup. Oh, die habe ich auch überlebt, das war harte Arbeit. Echt? Das war sehr harte Arbeit, aber es hat richtig Spaß gemacht. Warst du in Mainz? Ich war in Mainz, die kompletten Tage. Oh, und deine Jungs? Die nicht. Aber wo wart ihr? Ja, ich bin ab Montag in Basel, gibt es auch 3 Tage Fasching. Fasnacht, 3 Tage durch. Ja, Schweizer kommen immer eine Woche hinterher. Ja. Vor allem die Basler. Vor allem die Basler. Aber ich freue mich auch drauf. War schon lange nicht mehr da. Aber da bist du früh raus, gell, immer. Ja, da muss man am Montag um 4 Uhr morgens raus. Ja. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Okay. Gut, das haben wir jetzt natürlich, wenn wir ausstrahlen, ist natürlich, ich brauche keins, ich hab mein eigenes. Hast du deins, gell? Wenn wir ausstrahlen, ist natürlich die Phase da in der Schweiz schon längst vorbei. Dann geht es nämlich langsam auf den Frühling zu und da sehen wir uns, glaube ich, wir 4, 5, 6 alle zusammen auf Mallorca. Ich bin auch dabei. Wow. Bist du dabei? Na, bist du dabei? Ja, sehr gut. Schlagersterne leuchten. Auf jeden Fall. Im Mai, auf was freut ihr euch denn da besonders? Mallorca. Ja, die fette Arena, ich habe immer Bilder gesehen davon, also es ist gigantisch und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, wir uns alle. Ja. Das machen wir zum ersten Mal und das wird eine Riesensache. Ja. Ich finde es cool, dass wir mal die Kiewel, die Andrea Kiwi, dass wir die mal sehen. Die Andrea Kiwi. Kiwi, dass wir dich mal sehen außerhalb vom Fernsehgarten, weil die wird moderieren. Das finde ich mal ganz cool. Ja, mal gucken, vielleicht gehen wir noch an den Strand. Wir laden dich herzlich ein. Trinken wir ein Bier am Strand, oder? Da sind wir eh gespannt, was wir da alles so machen. Die Beach-Party, Strand-Party, Mallorca-Party. Was habt ihr für Beziehungen zu Mallorca? Seid ihr so ein Ballermann auch schon mal gewesen? Frankie, wie lange kennen wir uns jetzt? Schon ewig. Natürlich, wir waren so ganz oft am Ballermann. Ich glaube, bis mittlerweile das 5. bis 7. Jahr, weiß nicht so genau. Wir spielen mal im Megapark. Also wir mögen die Insel und wir sind aber auch privat ganz oft dort. Wir bitten das so oft wie möglich mit dem Privaten. Also wenn wir mal ein paar Tage Zeit haben, dann bleiben wir da. Haben auch schon zusammen eine Finca gemietet und haben da wirklich Beruf und die schönen Seiten des Lebens verbunden. Und es ist eine tolle Insel, wir können es nur empfehlen. Aber, komm vorbei. Wobei ich eins sagen will, das oft verwechselt wird, die Schlagersterne auf Mallorca. Das hat mit Ballermann, was man so denkt, gar nichts zu tun. Es wird ein richtig, richtig schönes Schlagerkonzert über 2 Tage, wirklich mit super vielen coolen Künstlern. Also da kommt es mal vorbei. Das wird qualitativ hochwertig. Wer sein Ticket noch nicht... Nicht nur hochprozentig, sondern hochwertig. Wer sein Ticket noch nicht hat, jetzt buchen, unbedingt. Gut gefangen, gut geworfen. Was steht dann für 2023 bei euch? Neue Musik, neue CD, was habt ihr? Wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt alles rückwärts und arbeiten uns wieder bis zurück zum ersten Album. Nein, Quatsch. Wir wollen natürlich neue Musik machen. Wir sind ganz fleißig gerade im Studio und singen Songs, schreiben und so weiter. Übers Jahr werden immer wieder mal Songs von uns zu hören kommen, neue Lieder. Und wir haben natürlich tolle Sachen vor, über das ganze Jahr. Wir sind an ganz vielen schönen Festen. Wir haben ein Fantreffen, was wir jetzt dann machen. Ich weiß nur das Datum nicht auswendig. Shame. Schande über mein Haupt. Weiß da einer von euch? Katharinenberg. Genau. Aber auf Instagram. Der Frank blendet das unten ein. Das kommt alles mit. Weil das ist hier alles hochprofessionell. Genau. Da freuen wir uns natürlich, weil das ist ein Termin im Jahr, wo wir sagen, hey, da sind wir
alle unsere Fans mal, da haben wir mal Zeit. Wir sitzen uns zusammen, trinken einen Kaffee zusammen und so. Das muss auch mal sein, oder? Natürlich. Und dann gehen wir wieder auf Weihnachtstour, oder? Ja, genau, das ist schon wieder Weihnachten. Du bist aber dann eine Zeit weit voraus. Schnell zu unterwegs. Erst haben wir dann das Oktoberfest wahrscheinlich nochmal. Oh ja, da sind wir wieder quer in der Welt unterwegs. In Brasilien natürlich ist das schon fast Standard bei uns. Ich glaube, das fünfte oder sechste Mal. Und vielleicht wahrscheinlich sogar in Amerika. Okay. Also was ist da denn dann anders zum Oktoberfest Original? Ja, Amerikaner. In Amerika oder in Brasilien? In Brasilien jetzt zunächst mal. Amerika, da gibt es mehr Brasilianer. Nein, also in Brasilien ist tatsächlich komplett andere Atmosphäre. Da gibt es keine Tische, da stehen die Leute. Es ist wie ein Open-Air-Konzert. Okay. Und da stehen 20.000 Leute vor der Bühne und die kennen unsere Lieder. Und die tanzen und singen mit uns mit. Und es ist einmal was anderes. Die Brasilianer bewegen sich lieber als die Deutschen. Mhm. Und das ist ein anderes Feeling und es macht super viel Spaß. Also, ja. Sehr gut. Ja, jetzt hier die Schlagerparty in Leonberg. Ja. Ist ja jetzt die erste. Hättet ihr Bock drauf, sowas regelmäßig zu machen? So eine Schlagerparty? Ja, natürlich. Jede Schlagerparty, auf der wir nicht sind, macht uns unfassbar traurig. Das glaube ich. Nein, es ist voll cool. Und vor allem finde ich es geil, dass wir heute so richtige Boyband-Power haben mit Tipp 5 und dann noch wir und Vincent Groß. Also das ist mega, mega Programm. Und wir freuen uns riesig, jetzt da gleich auf diese Bühne zu gehen und mal zu gucken, wie wir hier ankommen. Also eure Fans sind gut hier dabei, glaube ich, so was ich schon gesehen habe. Das ist gut. Der Hardcore-Fanclub auf alle Fälle. Ja. Ihr hattet ja erst zum Jahresende noch zwei Konzerte hier in der Region, ne? Stuttgart, Balingen. Jawohl. Und das einzige, oder was heißt einziges, letzte Weihnachtskonzert in Balingen dann. In Balingen, ja, Balingen war wunderbar für uns, aber die Weihnachtstour sowieso ein lang erfüllter Traum oder Wunsch von uns. Und wir waren sehr glücklich, dass wir die Tour überhaupt machen konnten und durften, weil es war eine harte Zeit, immer noch für Künstler. Mhm. Und wir durften spielen und Balingen war ja ein krönender Abschluss, kamen auch ganz viele Familienmitglieder von uns. Und Stuttgart LKA ist ein Termin, der bei uns ganz dick rot im Kalender steht, weil das ist immer Abriss. Und auch da war wieder volle Hütte. Und ja, weiß nicht, Stuttgart mag Voxlub, Voxlub mag Stuttgart. Und Balingen war damals, glaube ich, schon bei unserer ersten Tour der Termin, der als erster ausverkauft war. Das war 2014, also den Ort, den vergessen wir sowieso nicht. Ich weiß auch, damals haben wir dann das Tourprogramm bekommen und sage ich, Balingen ausverkauft. Keine, was ist Balingen? Aber es war der erste Ort, der ausverkauft war. Deswegen, wie läuft Balingen? Jetzt sehe ich gerade was. Also wenn man schon so seine Arme da hat. Ich muss mal fragen, die Striche, was hat damit auf sich? Rot? Ich bin ein Stricher. Also die Striche, die Ringe. Oder die Ringe. Oder die olympischen Ringe. Ja, es ist so eine Art Familientattoo. Es ist natürlich der Lebensbaum. Aha. Und der Strich gehört mir, für meine Frau, meine zwei Kinder. Und zwei fehlen noch für die zwei Hunde. Das immer. Das okay, fertig. Sehr gut. Aber was sagst du? Ich glaube, soll da noch ein paar mehr hin, oder was? Wolfgang Petri hat die Armbändchen gehabt. Du zeichnest dir das gleich drauf, oder? Ja, blöd, der kann es nämlich abnehmen. Sein muss ich nicht. Eure Musikfarbe, kann das sein, dass sich die auch ein bisschen so leicht gewandelt hat? Liege ich da richtig? Ja, du liegst richtig. Wir haben was ausprobiert. Und zwar haben wir immer schon verschiedene Musikstilrichtungen genommen, haben die zu unserem Ding gemacht. Und jetzt haben wir eine coole Idee gehabt. Wir haben Rocksongs genommen, quasi die Rockriffs, die man kennt, und haben die Bands gefragt, ob wir das covern dürfen, also quasi einen eigenen Song draus machen, und haben tatsächlich Freigaben gekriegt. Da waren wir unfassbar stolz, dass wir es machen durften, und haben mal in der Rockecke ein bisschen rumgekocht, sag ich mal. Und das hat uns mega viel Spaß gemacht, aber das heißt nicht, dass wir jetzt für immer Rock machen, sondern wer uns kennt, weiß, wir machen mal dies, dann machen wir wieder das andere und wir probieren ganz viel Sachen aus, und dass uns einfach nicht langweilig wird, und wir hoffen, dass euch auch nicht langweilig wird mit uns. Nee, da freuen wir uns schon drauf. Danke. Und Mallorca, da bringt ihr natürlich buntes Programm dann mit. Freilich, in Mallorca machen wir unser Programm, so wie man uns kennt. So wie man es heute Abend auch. Ja, wie man es heute Abend kennt, mit viel zum Mitmachen, zum Singen, zum Tanzen, dass es Spaß macht. So gute Laune machen, aber es soll auch ein bisschen was fürs Herz dabei sein. Sehr gut, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende, denn ihr müsst, glaube ich, gleich auf die Bühne. Hier mal richtig einheizen und sorgt nochmal für ordentlich Schlagerparty. Eben alles. Ja. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank den Zuschauern fürs Zuschauen und
dass ihr kurz Zeit gefunden habt. Dankeschön. Ja. Gerne. Ja. Tschüss. Sehr gut.